Hallo und herzlich willkommen im Keller. Ich möchte ein bisschen was zu Isomatten erzählen. Da gibt es ganz grob Feststaum-Isomatten, es gibt aufblasbare Isomatten und es gibt selbst aufblasende Isomatten, die hier, Verzeihung, und es gibt aufblasbare Isomatten. So, ganz, ganz grob. Theoretisch gibt es noch die Luftmatratze. Die ist aber für Outdoor-Zwecke relativ sinnlos, weil da ist einfach nur Luft drin, aber so wirklich warm ist das auch nicht. Ne? Und deswegen benutzt normalerweise kaum jemand eine einfache Standard-Luftmatratze im Outdoor-Bereich. Sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Kann sein, dass es da auch den einen oder anderen gibt, aber das würde ich nicht gutheißen wollen. Dafür kann man mit einer Luftmatratze auch auf den See. So. Und jetzt aber erstmal der Teil, der vielleicht für diejenigen, die sich mit Isomatten schon auskennen, trotzdem vielleicht noch ganz interessant sein könnte, nämlich Grundsätzliches zur Isolation von Böden, beziehungsweise zur Wärmeleitfähigkeit von Böden. Das muss ich jetzt hier reinschneiden, weil ich es eben erst aufgenommen habe und das jetzt eine andere Anmoderation war. Ach, ist das kompliziert heute. Und jetzt müssen wir an dieser Stelle ein paar Dinge zum Untergrund erklären. Das ist nämlich wichtig. Generell ist es so, dass man umso schneller friert, je schneller einem die Körperwärme entzogen wird. Und der Faktor, der für das Entziehen der Körperwärme zuständig ist, ist das, wo man drauf liegt. Und zwar die Wärmeleitfähigkeit von dem, worauf man liegt. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, worauf man liegen kann. Liegt man zum Beispiel auf einem supraleitenden Metall, dann ist das doof. Weil dann wird einem sehr, sehr schnell kalt. So, das ist aber in den meisten Fällen nicht so besonders realistisch, dass man auf einem großen Block von einem Supraleiter drauf liegt. Entschuldigung, ich muss mir das gerade bildlich vorstellen. So. Da das also unrealistisch ist, was ist das zweitgut leitendste Material, auf dem man so drauf liegen kann? Metall. Wenn man also aus tatsächlich irgendwo einen Metallboden findet, auf dem man rumliegt, oder eine metallene Tischplatte, auf der man übernachten möchte, dann ist auch das eine ziemlich beschissene Idee. Das kann dann durchaus jetzt aber wirklich von Interesse sein, wenn man überlegt, auf irgendeiner Parkbank, Flughafenbank oder ähnlicher Bank zu übernachten, die halt eben aus Metall ist. Das ist ja jetzt gar nicht so unrealistisch. Oder so ein Metallgitter, so ein Drahtgitterding oder sowas in der Richtung. Also die können durchaus sehr schnell sehr unangenehm werden, weil es da sehr, sehr schnell eben entsprechend kalt drauf wird, weil das Material eben gut in der Lage ist, die Körperwärme aufzunehmen und weiterzuleiten. Irgendwohin, wo sie dann jedenfalls nicht mehr uns als Körperwärme zur Verfügung steht. So. Und jetzt gibt es natürlich noch die Naturmaterialien, die im Regelfall eine größere Rolle spielen. Da ist es generell gar nicht mal doof, wenn man irgendwie auf Holz übernachtet. Holz hat eine ziemlich schlechte Wärmeleitfähigkeit. Das bedeutet, eine Nacht auf Holz mag hart sein, aber in der Regel relativ warm. Auch wer mal vergleichsweise durch ein Haus läuft mit Holzböden und dann alternativ über einen Fliesenboden läuft, wird sofort feststellen, kalte Füße verglichen mit dem Holzboden. Und das ist natürlich auch kein Zufall, sondern liegt wieder an besagter Wärmeleitfähigkeit. Auf Holz zu übernachten ist ja durchaus realistisch, wenn man zum Beispiel in irgendeiner Hütte pennt, die da solche Bänke hat, und dann liegt man halt auf so einer Bank und da braucht man dann keine allzu dicke Isomatte mehr, weil das Holz an sich schon relativ gute Isolation bietet. Wenn man sich auf so eine Holzbank in so einer Holzhütte hockt, mitten im Winter, kriegt man in der Regel ja auch trotzdem keinen besonders kalten Hintern. Das geht eigentlich ganz gut, weil eben Holz gut isoliert. So. Jetzt haben wir aber, wenn wir mitten im Wald pennen, normalerweise kein großes Brett darum liegen, auf dem wir schlafen könnten. Mit Nägeln, wie der Fakir. Und deswegen müssen wir auf irgendwelche Böden zurückgreifen. So, da gibt es jetzt den schlechtmöglichsten Fall, das ist ein Stein, ein großer. Also wenn ihr aus irgendwelchen Gründen unbedingt eine tolle Aussicht haben wollt und deswegen auf der Felsklippe über dem Meer übernachtet, auf der es überhaupt keinen Boden gibt, sondern die ist reiner Fels, am besten noch ein massiver Fels, dann ist das wieder schlecht. Das ist nicht ganz so schlecht wie Metall und erst recht nicht so schlecht wie der supraleitende Metallblock, aber doof. Ne?
keine gute Idee, beziehungsweise kann man schon machen, aber dann braucht man eine gute Isomatte, gilt in jedem dieser Fälle. Man kann auch auf dem Supraleiter übernachten, braucht dann aber eine gute Isomatte, diese hier nicht. Eine gute Isomatte, diese hier zum Beispiel. Das könnte ich mir schon vorstellen, dass das sogar einigermaßen funktioniert. Es kommt auf die Umgebungstemperatur des supraleitenden Blockes an. So, jetzt aber zurück zu den Naturmaterialien. Also großer Stein, schlecht. Besser, großer Stein mit Rissen, mit Geröll, also ein Geröllhaufen quasi. Je feiner das Geröll, desto besser. Weil, wenn das viele, viele kleine Steine sind, die nebeneinander liegen, oder Kies, Kiesbett am Fluss, dann gibt es dazwischen Hohlräume. Und was befindet sich in Hohlräumen? Luft. Und was macht die? Isolieren. Also Sand ist gar nicht mal so schlecht, weil Sand schon ein relativ feines Gestein ist sozusagen und es da dann schon den einen oder anderen Hohlraum eben entsprechend gibt und das ist gar nicht mal so übel, ne? Auch hier wieder die Sache mit dem Barfuß drüberlaufen, läuft man am Strand noch über den Sand. Geht noch so einigermaßen, also ich bin ja sowieso Barfuß-Legastheniker und verbrenne mir da sofort die Füße, aber das geht noch so einigermaßen. Läuft man dann über einen großen Stein, einen schönen Felsbrock, der sich so richtig schön aufgeheizt hat in der Sonne, das könnte unangenehm werden, weil der halt eben entsprechend, ne, bessere Wärmeleitfähigkeit hat. Es kommt natürlich auch ein bisschen auf die Größe vom Felsbrock an. Sand ist immerhin noch besser oder ein Kies. Ein Kies ist eigentlich gar nicht schlecht. Der hat relativ viele große Zwischenräume mit Luftspeicher drin. Also was heißt gar nicht schlecht? Erheblich besser als ein Fels auf jeden Fall und noch ein bisschen besser als Sand. Sand ist ohnehin, da kommt es ganz schwer drauf an, ob es sich um nassen Sand auch noch handelt. Aber dazu kommen wir dann später. So. Jedenfalls Kies an, ja, geht so. Mineralische Böden generell, also etwas, das aus zerkleinertem Gestein besteht im Wesentlichen. Generell nicht so gut. Besser als der Stein selber, aber nicht so gut. Wirklich nicht so gut. Viel besser ist organisches Material, weil organisches Material ist einfach fluffiger von der Zusammensetzung her, um es mal blöde auszudrücken, hat mehr Poren, hat eine feinere, größere Struktur, kann hat viele Zwischenräume, in denen sich entsprechend Luft lagern kann und hat per se vom Material selbst her eine relativ geringe Wärmeleitfähigkeit. Heißt, je mehr Humus auf dem Boden drauf liegt, je mehr Dreck, desto besser. Und dieser Dreck sollte halt nach Möglichkeit organischer Dreck und nicht Mineralbodendreck sein. Wie kann man das feststellen? Beißt mal rein, wenn es zwischen den Zähnen knirscht, dann ist jede Menge mineralisches Material drin, dann befindet sich noch ziemlich viel Sand in unserem organischen Dreck. Sollte es nicht zwischen den Zähnen knirschen, dann besteht er fast nur aus organischem Material, das ja relativ weich ist und lecker. Also unter Umständen macht man das tatsächlich so. Es ist jetzt gar nicht mal allzu sehr an den Haaren herbeigezogen. Gut, aber jetzt gehen wir mal davon aus, wir haben also einen richtig schönen, dichten Humus. Alles schönes organisches Material so. Und da übernachten wir jetzt drauf. Das ist nämlich so ziemlich das Beste, was man kriegen kann. Also so ein Waldboden im Wesentlichen. Jeder Waldboden hat eine Humusschicht, anders als ein Ackerboden. Also nochmal ein Punkt, besser auf dem Waldboden pennen als auf dem Ackerboden oder einem Freilandboden, Gras, Wiese, nicht so gut. Waldboden erheblich besser, eben wegen dieser Humusschicht da drauf. Das ist quasi nochmal eine zweite Isomatte unter der Isomatte. Man kann auch auf vielen Waldböden wirklich einfach so drauf liegen oder einfach nur auf einer ganz, ganz dünnen Folie, damit man sich nicht so dreckig macht oder von irgendwelchen lustigen Tieren belästigt wird. Also das ist schon auf jeden Fall ein ganz, ganz, ganz wesentlicher Punkt, den man da beachten muss, dass man besser eben im Wald mit dem Humus entsprechend pennt. Je mehr Humus, desto wärmer. Es gibt auch Waldböden, die haben eine sehr hohe mikrobielle Aktivität. Das bedeutet, alles, was da an Humus draufhält, wird sehr schnell umgesetzt. Man kann also ganz schnell feststellen, wenn man wissen möchte, wie dick ist denn hier das Humuspaket, was auf meinem Boden drauf liegt, wenn man einfach mit dem Fuß ein bisschen was zur Seite kratzt und wenn man dann sofort feststellt, okay, weit kann ich hier nicht kratzen, da kommt dann schon gleich festes Material, also Boden, dann
dann hat sich das auch schon erledigt. Da kann man natürlich auch übernachten, aber dann braucht man wieder eine dicke Isomatte. Optimal ist das nicht. Wo findet man denn Waldboden mit besonders viel Humus? Naja, da wo der Humus besonders unlecker ist und deswegen mikrobiell sehr langsam umgesetzt wird. Und das ist halt dann der Fall im Nadelwald. Das ist nicht unbedingt ein schöner Platz zum Übernachten, aber ein warmer. Zumindest was den Untergrund angeht. So, noch besser als ein dickes Humuspaket im Nadelwald ist jetzt nur noch Torf. Aber das ist ein theoretisch toller Boden zum Übernachten, weil Torf im Regelfall nass ist. Und der Faktor nass kommt nämlich jetzt noch dazu. Wenn irgendwas nass ist, dann leitet es erheblich besser, weil dann ist es Wasser. Und Wasser ist ein guter Wärmeleiter und nicht so viel Luft, was ja dann wiederum kein guter Wärmeleiter ist, ne? Soll heißen, jeder Boden wird erheblich schlechter bzw. kälter, wenn er nass ist. Mit einer Ausnahme, der Stein, weil der sich nicht voll so saugen kann. Es kann also je nach Stein tatsächlich sein, aber das ist schon wirklich absolutes Expertenwissen, da musst du der Geologe sein, wenn du das genau für jeden Stein wissen willst, was für ein spezifisches Wärmeleitvermögen der jetzt nun hat. Aber je nach Wassergehalt des übrigen Bodens kann in so einer Situation ein Stein eine gute Idee sein, von der Isolation her. Was nicht so eine gute Idee ist, ist, wenn es auf den drauf regnet, dann bildet sich halt schnell eine Pfütze, weil der kein Wasser aufnehmen kann und in der liegt man dann drin und das ist dann auch wieder scheiße. Also Fälle, in denen ein Stein besser ist als ein Boden, sind sehr selten. Sie könnten aber theoretisch durchaus mal auftreten. Wenn es regnet, wird jetzt ein Sand interessant. Ich hatte ja den Sand schon als so ein bisschen Spezialfall oder einen Kies genannt, weil die in der Lage sind, durch ihre sehr großen Poren das Wasser sehr schnell nach unten abzuleiten und sind dann vergleichsweise schnell wieder trocken, beziehungsweise zumindest einigermaßen trocken. Das Wasser ist ganz schnell weg. Kann in so einem Fall dann tatsächlich angenehmer sein zum Übernachten als ein sehr humusreicher Boden, der sich sehr, 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 sehr stark vollsaugt, weil durch diese klein, fluffige Struktur hat er auch jede Menge Räume, in denen sich das Wasser speichern kann und der bleibt auch sehr lange nass. Und deswegen ist Torf ja eigentlich das mehr oder weniger das Schlimmste, was man haben kann, davon abgesehen, dass er halt einfach nass ist und deshalb unbequem, beziehungsweise man wird nass, wenn man drauf liegt, der ist quasi durchgehend immer nass. Sollte man aber trotzdem aus irgendeinem Grund an trockenen Torf rankommen, weil man gerade ein Moor gefunden hat, das angestochen wurde, wo das Wasser rausgelaufen ist und es ist jetzt ausgetrocknet, dann wäre das ein Boden, auf den kann man im tiefsten Winter mit dieser Isomatte übernachten. Aber nur unter eben diesen super extrem seltenen speziellen Fällen. Leider sind sie nicht ganz so selten. Also ausgetrocknete Moore gibt es leider viel zu viele. Aber theoretisch wären sie sehr, 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 sehr selten. Sehr, sehr. So. Und das war jetzt jede Menge Vorgeplänkel, aber das ist immerhin der Teil, den bestimmt die allermeisten von euch noch nicht gewusst haben. Die Isomattentypen, die ich euch zeige, erfahrene Outdoor-Menschen, kennen sich mit denen ja wahrscheinlich schon aus. Aber das, was jetzt hier gerade kam, das denke ich schon, dass das den meisten zumindest noch nicht so ganz bewusst gewesen ist. So, bis auf so ein paar super schlaue Zuschauer, die dann in die Kommentare schreiben müssen, dass sie das alles schon gewusst haben. Die gibt's auch. Ja, für die Hängemattenfraktion gilt natürlich das Zeug mit dem Boden alles nicht, weil da liegen sie ja gar nicht drauf, beziehungsweise das muss sie nicht unbedingt interessieren. Da kann man sich also beliebigen Platz aussuchen, wo man die Hängematte aufhängt. Mit der Hängematte hat man allerdings halt dann den Nachteil, dass man auf überhaupt nichts drauf liegt, was in irgendeiner Form isolierend wirken kann. Man hat also keinen Vorteil, man hat aber auch keinen Nachteil, weil man zum Beispiel nicht auf einem Stein oder auf einem sehr festen Mineralboden oder auf dem Sand, der schon eventuell nasses und so weiter und so fort liegen muss. Also ja, Vor- und Nachteile. In der Hängematte braucht man in der Regel dann aber auch eine Isomatte, auf der man drauf liegt, weil unter der Hängematte ja die Luft entsprechend durch die Gegend weht und das sorgt auch für einen gewissen von unten Auskühlfaktor. Aber ich kenne mich mit Hängematten nicht besonders aus und das soll es an dieser Stelle zu dem Thema auch schon wieder gewesen sein. So, zurück zu den Isomatten. Jetzt aber. Das hier ist jetzt Modell
sag ich mal, hat fast jeder zu Hause rumliegen. Also so Modell-Yoga-Matte, Kindergymnastikmatte. In diesem Fall ist es tatsächlich eine Kindergymnastikmatte. Jetzt fragt mich nicht, warum ich die besitze. Ich weiß es auch nicht so genau. Ich habe sie jedenfalls irgendwann mal, glaube ich. Ach so, stimmt, da wurde irgendwas ausgerümpelt. Kindergarten-Sporthalle wurde ausgerümpelt und da waren die Dinger übrig und da habe ich mir eine mitgehen lassen. Ja, das war's. Jetzt weiß ich es wieder. Na, wie dem auch sei, solche Standard-Isomatten, sage ich jetzt einfach mal, die fast jeder zu Hause hat, die sind im Grunde gar nicht mal schlecht. Und wenn man einen entsprechend im Sommer damit unterwegs ist und im Fichtenwald von mir aus übernachtet, dann reicht das auch vollkommen aus. Das ist überhaupt kein Problem. Da wird keiner, der jetzt nicht super, super, super empfindlich ist, frieren. Haken, es gibt immer zwei Faktoren, die die Güte einer Isomatte bestimmen. Einmal Isolation und einmal Komfort. Komfort mag in einem Survival-Fall oder wenn man einer von den ganz, ganz harten ohne Rückenprobleme ist, keine große Rolle spielen und lässt sich auch eben durch einen weichen Boden, auf dem man übernachtet, ganz maßgeblich erhöhen. Wenn man aber durchaus ein bisschen Rückenprobleme hat oder nicht die leichteste Person auf dem Planeten ist, dann ist so eine Matte natürlich schon ein bisschen dünn und die Bequemlichkeit für, weiß nicht, 8 Stunden drauf rumliegen, hält sich in Grenzen. Für kürzere Zeiträume ist das ja alles durchaus dann kein Problem. Und ne? Solche billigen Matten, sage ich jetzt mal, die gibt es für 10 Euro ungefähr, also ab 10 Euro kriegt man sie bestimmt, wahrscheinlich auch schon ab 8, viel mehr als 12, 14, 15 würde ich jetzt für eine Matte dieser Qualität und Stärke aber wirklich auf keinen Fall ausgeben wollen, ich würde da auch keine 10 für ausgeben, aber ja, die gibt es jedenfalls. So, jetzt kann man dazu noch sagen, das ist bei den meisten Feststaummatten, bei vielen Feststaummatten so, dass die zwei unterschiedliche Oberflächen haben. Wir haben jetzt zum einen dieses geriffelte Material. Das ist von daher praktisch, weil man da nicht so schnell runterrutscht, insbesondere wenn man in einem rutschigen Schlafsack liegt. Und wir haben auf der anderen Seite so ein mehr oder weniger glattes Material. Das würde ich jetzt zum Boden legen bzw. auf den Boden legen und mich lieber auf dieser Fläche hier quasi mich selbst drauflegen. Teilweise ist allerdings dieses glatte Material auch noch Alu bedampft, dass da also quasi eine Alu-Schicht drauf ist. Und da scheiden sich die Geister, wohin man denn diese Alu-Schicht jetzt nun tun soll. Gehört die nach unten oder gehört die nach oben? Weil wenn sie auf dem Boden liegt, dann isoliert sie die Wärme, die durch die Matte dringt, in Richtung Boden. Also die Wärme bleibt eher in der Matte und geht nicht so sehr in den Boden. Wenn sie auf der anderen Seite liegt, dann sorgt sie dafür, dass die Körperwärme gar nicht so sehr in die Matte reingeht. Ich habe keine Ahnung, was besser ist. Da würde ich empfehlen, einfach mal beides auszuprobieren und dann das zu nehmen, was man subjektiv als angenehmer empfunden hat. Tatsache ist, dass so eine Matte mit Alu-Bedampfung schon nochmal einen ganzen Ticken wärmer ist. Also das ist schon ein spürbarer Effekt. Ich hatte auch mal so ein Ding und war da eigentlich gar nicht mal so unamused von dem Teil. Ja, dann muss man natürlich noch sagen, die sind mehr oder weniger unzerstörbar. Natürlich können die einen Riss haben, die können ein Loch haben, das ist aber alles ziemlich egal, die isolieren trotzdem noch. Was man, wenn man sie wirklich kaputt bekommen möchte, beziehungsweise die Isolation schrotten möchte, dann kann man, das zeige ich euch nachher noch bei einem anderen Modell, einen sehr heißen Topf draufstellen, weil man meint, das ist ja egal. Der schmilzt sich dann nämlich zum Teil auch in die Matte rein und drückt damit das Material zusammen und macht die Poren quasi entsprechend dann dicht. Denn dieser Schaum ist deswegen isolierend, weil halt kleine Poren drin sind und in den kleinen Poren befindet sich Luft und diese Luft wärmt sich dann nur in ihrer jeweiligen Pore, zwar langsam, aber nachhaltig auf und sorgt dafür, dass das Innere der Matte schon deutlich wärmer ist als eben der Untergrund. Ja, also die billige Variante. Jetzt gibt es durchaus auch, sagen wir mal, teuer ist übertrieben, aber qualitativ sehr hochwertige Festschaumatten aus
einem bestimmten Festschaum, der da auch einen Namen hat. Und das ist wirklich so ziemlich der beste Festschaum, den man für Isomatten nehmen kann. Nämlich Evazote nennt sich das Zeug. Ich habe keine Ahnung, ob man es nicht vielleicht doch auch Evazote ausspricht oder ich weiß es nicht. Aber auf Deutsch, zumindest geschrieben, wird es Evazote und viele Leute nennen es auch Evazote. So, solche Matten gibt es in zwei Formen. Entweder gerollt oder Ziehharmonika-System gefaltet. Inzwischen sind die Faltmatten sehr beliebt geworden, insbesondere so eine von Thermarest mit diesen komischen pyramidenförmigen Nöppelchen da dran. Wie heißt die? Z-Rest? Ich weiß es gerade nicht. Ich habe die nicht. Ich habe da sehr viel Gutes über diese Matte gehört. Aber da ich sie nicht habe, kann ich dazu nichts sagen. Ich wollte aber erwähnen, es gibt die. Die ist vom Packmaß her ungefähr vergleichbar mit so einer Rollmatte. Tendenziell scheint sie mir ein bisschen schmaler zu sein als diese Rollmatte hier. Ich habe es aber nicht nachgemessen. Jetzt gibt es allerdings Rollmatten auch noch in dick. Und dann sind die irgendwann auch deutlich größer als diese Thermarest Z-Light oder wie die heißt. Gut. Das, wie gesagt, ist jetzt eine etwas qualitativ hochwertigere Roll-Isomatte. Und die hat als Rollmatte den Vorteil, dass sie halt als diese Rolle ziemlich einfach am Rucksack zu befestigen ist. Und man kann sie auch als Windschutz, wenn man rumhockt, also insbesondere hinterm Körper, nicht vorm Körper, weil dann kann man ja mit nichts hantieren, ziemlich einfach als Windschutz quasi um einen selbst rumwickeln. Das kommt jetzt darauf an, auf welche Art man in der Gegend rumhockt. Und ob man die Beine mit einwickeln möchte. Aber das habe ich wirklich schon öfters gemacht mit solchen Matten. Dann quasi als Schutz im Lager mich da wirklich so eingepackt. Das ist insbesondere hinten an den Nieren halt wahnsinnig angenehm. Gerade wenn man sie so hat, wie ich jetzt. Beine sind zwar nicht drin, aber die geht hinten bis runter auf den Boden und schützt halt wunderbar vor Wind und Kälte und so weiter den Rücken. Das ist außerdem dann noch interessant, wenn man ein Lagerfeuer hat. Dann wird man von vorne vom Feuer gewärmt und hat halt hinten nicht diesen elendkalten Rücken, wenn man zu faul war, sich einen Rückenreflektor aufzubauen. Selbstverständlich kann man die Matte auch mit ein paar Stöcken eben genau als sowas verwenden, als Rückenreflektor. Und das ist eine Fähigkeit, die haben auch die Nicht-Rollmatten natürlich, auch die Faltmatten, das geht genauso. Die haben halt alle Festschaum-Isomatten. Bei der Rollmappe kann man sich halt besser drin einwickeln als bei der Faltmatte. Das ist jetzt in diesem Fall der Unterschied zwischen Roll- und Faltmatte, auf den ich nur kurz eigentlich hinaus wollte. Ja, aber wichtig vor allen Dingen ist eben, solche Aktionen, so ein Zudecken, Einwickeln in der Matte, insbesondere wenn Feuer im Spiel ist, kann man halt nur und ausschließlich mit Feststaum-Isomatten machen, weil das die einzigen sind, die Funken vertragen oder ein Loch zu bekommen. Was passiert, wenn hier ein Funken drauf liegt? In den meisten Fällen nix. Wenn es ein super großer, sehr heißer Funken gewesen ist, dann ist da ein winzig kleines Brandkraterchen quasi drin. Das beeinflusst die Isolationsleistung. Rein rechnerisch schon ein ganz, ganz winzig kleines bisschen, weil ein paar der Poren, die da drin sind, dann halt zusammengeschweißt sind und als Poren nicht mehr zur Verfügung stehen. Aber merklich, nee, merken tut man da nichts von. Die Matte hatte ich jetzt gar nicht so oft im Einsatz, muss ich sagen, weil die ist bloß, ich glaube, 0, war schon ein Zentimeter, ist nicht ganz ein Zentimeter, ich glaube 0,8 Zentimeter bzw. 8 mm ist die dick. Reicht für Temperaturen bis 10 Grad wunderbar. Auf so fast jedem Boden. Also auch einem Waldboden mit sehr, sehr, sehr wenig Humus. Da habe ich schon öfters auf so einem geschlafen. Ich glaube, der Dreck hier stammt noch von einem solchen. Die Dinger habe ich jetzt zwei Hersteller bemerkt, beziehungsweise zwei Händler, bei denen man die als jeweils Eigenprodukt in sehr guter Qualität bekommt. Haben tue ich die von Globetrotter. Ich mache ja eigentlich ungern Werbung für Großhändler, aber in diesem Fall, die sind schon gut.
Und, also was heißt Werbung? Ich habe die selber gekauft. Wenn ich jetzt sage, dass ich sie gut finde, ist das keine Werbung. Das wollte ich nur an dieser Stelle nur noch kurz bemerken. Es gibt die aber auch vom Dehler, also dem Dehler seinem Spezialdepot. Und der hat ganz vergleichbare Matten. Die habe ich auch schon mal gesehen und ich bin da auch schon mal testhalber drauf gelegen. Und zumindest so vom Angucken und vom Anfühlen her sind die auf keinen Fall schlechter. Deswegen vielleicht lieber beim D-Lacker, oh, das muss jeder selber wissen. Die habe ich schon ewig, die Globetrotter-Matten. Ich habe noch eine zweite, das ist diese hier. Die ist schlicht und ergreifend genau dieselbe, nur ist sie dicker. Und was ich euch bei dem Modell aber schön zeigen kann, ist, was passiert, wenn man dann halt einen Kochtopf draufstellt. Wo ist es? Na, da. Hier kann man es, da. Na, seht das? Da. Also da kann man schön sehen, was passiert, wenn da eben der Kochtopf, es hält sich in Grenzen. Also es ist nicht besonders tief. Die Matte kann man also auf jeden Fall noch wunderbar verwenden. Man merkt es aber, ne? Man sieht es. Es ist ein optisches Manko, was bei solchen Matten ja völlig wurscht ist. Ich habe auch schon Leute rumstapfen sehen, mitten im Nirgendwo. Die hatten Matten, die hatten da wirklich so richtig eingerissen am Rand und die sahen aus, zerfleddert bis zum geht nicht mehr. Also insbesondere wirklich die Ränder nicht mehr schön. Aber das ist scheißegal, das isoliert trotzdem noch. Also die sind wirklich völlig unzerstörbar. Selbst wenn die einem in der Mitte durchreißt, dann muss man sich halt auf beide Hälften drauf auflegen, aber isolieren tut sie immer noch. Und das ist halt wirklich der entscheidende Vorteil, weshalb ich jeden verstehen kann, der sagt, ich gehe nur mit Feststaum-Isomatten raus. Unzerstörbar. Ne? Es kann nichts passieren, dass einem irgendwie die Isolationsleistung Richtung Boden abhanden kommt. Was ich noch sagen muss, die Dicke hier, das ist noch nicht das Wintermodell, das ist das Drei-Jahreszeiten-Modell. Also jetzt für mich persönlich nach meinem Kälteempfinden. Bis ungefähr Gefrierpunkt ist noch okay, man merkt es dann irgendwann. Wenn dann so wirklich so der Gefrierpunkt sehr nahe kommt und überschritten wird, dann merkt man es. Und dann kommt es halt darauf an, was für ein Boden man liegt. Auf dem, wie gesagt, Fichtenwald, Boden mit viel Streu, überhaupt kein Problem. Da merke ich auch dann bestenfalls bei minus 3, minus 4 so langsam, dass ich noch ganz gerne eine zusätzliche Lage unter der Isomatte hätte. Beim Mineralboden, auf dem Stein lege ich nicht. Also das Schlimmste, worauf ich übernachte, Schlimmste in Anführungszeichen, ist dann halt wirklich irgendein ganz wenig Humusboden, wo man nur so eine dünne Laubschicht zwischen Matte und Erde quasi hat. Da merke ich dann so bei 4 Grad so langsam, so 3, 2 ist noch okay und dann wird es unangenehm langsam. Langsam. Also schlafen kann man da auch noch, aber halt nicht mehr so kuschelig. Gut, das sind also diese Matten. So, was man jetzt noch, was ich vergessen habe. Bei diesen Rollmatten hat man den Nachteil, dass die sich dadurch, dass sie gerollt gelagert werden, nachdem man sie ausgerollt hat, blopp, wieder zusammenrollen. Und das nervt. Das führt nämlich dazu, dass man sie halt entweder andersrum hinlegen muss, je nachdem, wie lang die dann zusammengerollt gewesen ist, kann das, und wenn ein bisschen Wind kommt, dann sowieso, und gerade an den Enden, das kriegt man nie hin, dass die dann wirklich flach liegt. Die rollt sich immer, also gerade hier im Endenbereich, das schaffst du nie, dass sich das nicht noch ein Stückchen wieder aufrollt. Und das persönlich nervt mich das tierisch. Also wer sagt, da stehe ich drüber, das ist mir scheißegal. Natürlich kann man was drauflegen, was das beschwert. Ne? Und dann passiert das nicht. Aber dann nimmst du das weg, was du draufgelegt hast, um es zu beschweren, weil du es gerade brauchst. Und in dem Moment, flupp. Also das ist ein persönliches Problem. Ich persönlich finde das scheiße nervig. Aber ich habe große Hochachtung vor jedem, der sagt, das ist mir egal. Das macht mir überhaupt nichts. Das stört mich gar nicht. Dann ist das natürlich in Ordnung. So, jetzt muss ich mich mal umhocken, weil auf dem anderen Ding sitze ich. Und die brauche ich ja jetzt nicht mehr vorzeigen, deswegen kann ich da auch drauf sitzen. So, dann haben wir nämlich dieses Ding hier. Das ist so der Klassiker schlechthin. Das ist in diesem Fall jetzt ein Nachbau, deshalb sieht es auch so neu aus, von der Bundeswehr Wald. Isomatte, wie sie im Volksmund genannt wird. Eigentlich heißt sie Mehrzweckunterlage, weil man schießt auf dem Ding auch und liegt damit im Schützengraben und so weiter und so fort.
oder legt sein Gewehr drauf, damit das Gewehr nicht dreckig wird. Und woran man jetzt sehen kann, dass das hier nicht das Original ist, ist, dass ich ein bisschen Schwierigkeiten habe, es zusammenzufalten. Die haben eine vorgegebene Faltrichtung. Bauartbedingt kann man die mehr oder weniger nur so falten, wie jetzt passiert. In die andere Richtung falten kann man mit Gewalt auch, dann fällt sie aber nicht so schön zusammen und gibt so dieses kompakte Bündel. Das Ding ist deswegen ein großer Klassiker, insbesondere für mich, weil ich ja standardmäßig mit einem kleinen Kampfrucksack im Wald rumspringe, also einem kleinen Bundeswehrrucksack. Und der hat hinten extra ein Fach, wo diese Matte reingehört und dann als Rückenversteifung dient. Das ist also quasi fürs Tragesystem des Rucksacks nahezu unerlässlich, dass man den bequem tragen kann, dass man die Matte da drin hat. Man kann ihn auch ohne Matte tragen, ich finde das dann aber überhaupt nicht mehr so angenehm und ich trage den Rucksack per se ja eigentlich sehr gerne. Und dafür muss halt eben diese Matte dann da drin sein, beziehungsweise die, die drin ist, das ist meine Zweitmatte, die nicht drin ist. Ich wollte nicht extra rausmontieren. Jetzt ist das so eine Sache. Das Teil ist wirklich, wirklich dünn. Das ist so 4 bis 5 mm, je nachdem an welcher Stelle. Wer misst und ob es sich um einen guten oder einen schlechten oder sogar um einen besseren Nachbau handelt, soll es theoretisch auch geben, zumindest was die Materialstärke angeht. Das heißt, sehr dünn. Also Komfort ist quasi nicht. Also ein weich liegen auf der Matte, gemütlich liegen, das ist nicht. Man liegt so bequem, wie der Boden weich ist, auf dem man liegt. Und bei dieser Matte ist es halt quasi angewandte Bodenkunde, darauf dann auch zu übernachten, weil man nämlich eben wirklich aktiv Böden raussuchen muss, die eine gute Isolation haben. Wenn man dann noch zusätzlich diese Matte oben drauf schmeißt, dann wird einem auch nicht kalt, bis etwa, na, sagen wir mal im Idealfall so 7, 6, 8, so in dem Bereich Grad, in meinem Fall. Darunter ist als alleinige Schlafmatte nicht zu gebrauchen. Großer Vorteil von dem Ding besteht halt eben in der Multifunktionalität, dass man das wirklich für alles Mögliche benutzen kann und gerade auch im gefalteten Zustand ist es einfach ein perfektes Sitzkissen. Die Sitzkissenfunktion ist halt wirklich unglaublich praktisch und wenn ihr mich im Wald sitzen seht, sitze ich in 90% der Fälle auf diesem Teil. Wenn ich nicht auf diesem Teil hocke, dann hocke ich einfach so auf dem Boden oder teilweise in älteren Videos noch hier drauf, in zwei, drei Westweg-Videos hier drauf und in Schweden-Videos hier drauf. So, das war's dann aber. Als Sitzkissen also wirklich grandios und es soll Leute geben, die die Sitzkissenfunktion von dem Ding besser finden als alles andere. Weiß ich nicht. Schön ist er auch, wenn man mit irgendwelchen anderen Menschen im Wald ist und man möchte sich zwischendurch mal irgendwo hinhocken, dann faltet man sie halt so auf, dann hat man Platz für theoretisch 4 nicht ganz so dicke Personen. Und man kann sie so auch prima auf eine Parkbank legen oder ähnliches. Also 3 passen locker drauf. Und so ist sie dann auch noch schön warm. Wenn man sie jetzt dann ganz auffaltet, dann ist sie halt nicht mehr ganz so warm. Aber dann passen theoretisch sogar noch ein paar mehr Leute drauf, wenn man sich so Rücken an Rücken setzt. Also ich habe schon zu 6 auf so einer Matte gesessen, ohne dass jemand Boden unterm Hintern hatte. Boden unter den Beinen und unter den Füßen dann schon, aber zumindest nicht unter dem Hintern. Zum Draufsitzen, die völlig ausgebreitete Version, das ist selbstverständlich zu ähnlichen Temperaturen wie drauf schlafen, dann noch ganz gemütlich. Wenn es dann jetzt zum Beispiel um den Gefrierpunkt rum Temperaturen hat, würde ich zum Sitzen eine einmalige Faltung empfehlen. Entweder so oder na, so natürlich. Geht selbstverständlich auch. Ja? Und dann ist aber auch eigentlich warm genug. 3-mal, also 3 Lagen kann man auch machen, muss man aber eigentlich nicht mehr. Also wenn man sie doppelt nimmt, das reicht auf jeden Fall bis 0 Grad runter. Zum Sitzen.
zum drauf schlafen, weiß ich nicht. Ich habe noch nie versucht, auf zwei von den Dingern übereinander zu übernachten. Müsste ich eigentlich auch mal ausprobieren. Aber könnte mir vorstellen, dass das dann auch so bis um die 0 Grad, also so ähnlich wie bei dieser Matte hier, funktioniert. Ist jetzt die Frage, also bei entsprechendem Boden. Ohne entsprechenden Boden würde ich dann trotzdem immer noch auf diese Matte hier eben entsprechend zurückgreifen. Ja. Und ansonsten ist halt das Schöne, was mir persönlich an dem Ding so gut gefällt, eben diese Falttechnik, dass sich das Ding nicht aufrollt. Gerade wenn man es als Sitzgelegenheit benutzen möchte, dann nervt mich das noch mehr, dass sich diese ollen Rolldinger dann dauernd aufrollen. Und wenn man das hier halt dann hat, dann faltet man es halt so weit auseinander, wie man es braucht. Oder faltet es wieder so weit zusammen, wie man es haben möchte. Oder hockt sich direkt so drauf und schmeißt es auf den Boden und hat es griffbereit. Und das ist ja immer in dem Isomattenfach in meinem Rucksack. Deswegen halte ich dieses Teil für wirklich einen genialen Gegenstand. Ist mindestens in der Top 10 der Ausrüstungsgegenstände, die ich quasi unbedingt dabei haben muss, die ich wahnsinnig praktisch finde. Ist vielleicht sogar schon in der Top 5. So vom Gefühl her, nicht unbedingt vom wirklichen Nutzen. Also das wären dann ganz einfach so Dinge wie, wenn es jetzt um die 5 nützlichsten Ausrüstungsgegenstände geht, ein Schlafsack, ein Zelt, so ein Zeug. Ne? Aber ich mag die. Beziehungsweise die andere mag ich noch mehr. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Man kann das Ding gebraucht oder als Nachbau wie das hier bekommen. Nachbaue gibt es in verschiedenerlei Qualität, habe ich mir sagen lassen. Der hier ist ordentlich. Also da bereue ich nichts, dass ich mir den zugelegt habe. Da kann man schon 20 Euro für ausgeben, für so einen Nachbau. Für eine gebrauchte kann man zum Teil aber auch 20 Euro für ausgeben. Die werden langsam knapp. Manchmal kriegt man sie auch noch für 10 gebraucht. Aber es funktioniert ja bei gebrauchter Bundeswehrausrüstung folgendermaßen, wenn man sich die zulegt. Es ist so ein bisschen Lotto. Wenn ein Händler gebrauchte Bundeswehrausrüstung kauft, dann nimmt er davon gleich eine Tonne. Also man kann die nur per Los kaufen und ein Los besteht aus einer Tonne Stiefel, einer Tonne Koppel, einer Tonne Isomatten. Und so weiter. Und da kriegst du wirklich, also 1000 Kilo von dem Zeug in jeder Qualität. Das heißt, du hast erstmal, weiß nicht, verkaufst du normalerweise im Regelfall erstmal 300, 400 Kilo Isomatte in guter Qualität. Also die wirklich wenig Gebrauchsspuren aufweist. Warum? Weil dann schreiben die entsprechenden Kunden schöne Rezensionen. Wow, das ist fast wie neu. So, und irgendwann sind die aber mal alle und dann kommen die Schlechten unten aus der Kiste raus. Und dann werden halt die Schlechten verkauft. Und inzwischen scheint es gerüchteweise, ich will es nicht beschwören, vielleicht habt ihr auch Glück, aber inzwischen scheint es so zu sein, dass langsam die nicht mehr so Guten verhökert werden und die Guten inzwischen weg sind. Jetzt ist es auch bei dieser Matte im Grunde Wurst, ob die einen kleinen Riss, ein kleines Loch oder sonst was hat. Aber irgendwann möchte man halt nicht unbedingt Geld dafür ausgeben, dass man dann eine total zerfledderte Matte bekommt. Also, es sei euch überlassen. Und genaue Preise habe ich auch nicht im Kopf. Hab vergessen zu sagen, bei diesen Evazote-Matten, ich glaube, die kosten bis zu 30 Euro, je nachdem wie dick die sind. Grob, ganz grob. Was beim Dela kosten, weiß ich nicht. Bei Globetrotter war es irgendwas um den Dreh, als ich sie mir damals gekauft habe. Ich bin da wirklich nicht auf dem Laufenden. Aber ja, das könnt ihr ja alles selber rausfinden. Ihr seid ja nicht doof. Gut, das waren die Festschaum-Isomatten. Kriegen keine Löcher, sind unzerstörbar, können Funken abhaben, kann man auch direkt neben dem Lagerfeuer übernachten. Gut, dann kriegt der Schlafsack natürlich Löcher. Aber von der Isomatte her wäre es kein Problem. Sagen wir mal in einem Survival-Fall. Wenn der Schlafsack ein paar Brandlöcher bekommt, davon wacht man nicht auf, davon stirbt man nicht. Ist natürlich rückwirkend dann scheiße, aber man hat die Nacht überlebt. Wenn die Isomatte, eine solche zum Beispiel, ein Loch abbekommt, dann macht und dann liegt man auf dem Boden und dann wacht man mit Sicherheit auf. Und wenn man dann nicht in der Lage ist, das Ding sehr schnell zu fliegen, was man nachts, das muss man erstmal hinkriegen. Auf jeden Fall ist es auf keinen Fall eine schöne Situation, nachts die Isomatte flicken zu müssen, damit man weiter schlafen kann und möglicherweise wieder neben dem Feuer und dann gibt es wieder ein Loch. Pssst.